Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seht schon, eine etwas andere Kulisse hier heute. Ich habe überlegt, ich werde so eine Filmtipp-Reihe starten. Warum? Weil ich manchmal selber froh bin, wenn jemand mir einen Film empfiehlt oder einfach, wenn ich weiß, wenn man irgendwas verschenken möchte oder ausleihen will oder im Fernsehen so viele Sachen gleichzeitig kommen, dass man dann einfach mal froh ist, wenn man weiß, ah, okay, ich glaube, davon habe ich schon mal was gehört, davon hat jemand schon mal was Gutes erzählt. Und deswegen möchte ich jetzt so eine Filmtipp-Reihe für euch starten, dass ihr einfach zwischendurch, wenn ihr irgendwie mal Lust habt auf einen Film oder so, dass ihr wisst, was ihr eventuell mal gucken könnt. Und ja, also es geht natürlich jetzt auch nur um meinen persönlichen Geschmack. Es ist ja ganz logisch, dass natürlich Filme, die mir gefallen, nicht zwingend euch gefallen. Also von daher, guckt einfach, was ihr für einen Geschmack habt. Und wenn ihr denkt, dass ja, der ähnlich ist, dann ist es mit Sicherheit auch so, dass die Filme, die mir... Also die ich einfach toll finde, dass ihr die auch toll findet. Anfangen werde ich heute mit einem Film, den habe ich jetzt gerade erst vor ein paar Tagen gesehen. Und zwar, der heißt Extrem laut und unglaublich nah. Ja, ich will es immer verwechseln, aber... Also Extrem laut und unglaublich nah. Der ist mit Tom Hanks und Sandra Bullock, aber ich finde, die beiden spielen eher nur so ein bisschen eine Nebenrolle. Es geht um einen Jungen, der... Ja, also praktisch, sein Vater ist am 11. September gestorben, als die Türme in New York eingestürzt sind und das ist praktisch Tom Hanks. Und es geht darum, dass er ein Jahr danach in das Zimmer seines Vaters geht, also beziehungsweise da, wo seine Klamotten, seine Sachen drin sind. Die haben ja immer solche begehbaren Kleiderschränke, die Amis. Und dann geht er halt rein und kruscht da irgendwie so ein bisschen rum und dann fällt eine Vase runter, eine blaue, und dort findet er einen Umschlag mit einem Schlüssel. Und auf diesem Umschlag steht nur ein Wort, und zwar das Wort Black. Und er vermisst seinen Vater wirklich unheimlich, also ganz schrecklich. Er hängt sehr an ihm, denkt oft an ihn und kann sich auch nicht wirklich so im Leben, sag ich mal, so ein bisschen zurechtfinden, weil ja, sein Vater einfach sein Ein und Alles für ihn war. Er hat alles mit ihm gemacht, die hatten auch beide so eine ganz besondere Beziehung zueinander. Und ja, und dann findet er diesen Umschlag mit diesem Schlüssel drin und ihm ist klar, dass praktisch dieser Schlüssel, das muss zu irgendeinem Geheimnis oder zu einem Schließfach, also das ist irgendwas, was sein Vater ihm einfach hinterlassen hat. Und ja, und er muss dieses Schließfach oder dieses, wo dieser Schlüssel reinpasst, das Schloss muss er einfach finden. Und ja, dann macht er sich auf die Suche und man erfährt einfach in diesem Film, sehr, sehr viel, wie es diesem Jungen geht, wie er jetzt ein Jahr, nachdem praktisch dann die Zwillingstürme eingestürzt sind, wie er lebt, wie es seiner Mutter geht. Wie gesagt, die Mutter wird von Sandra Bullock gespielt und sie spielt auch ganz toll. Aber wie gesagt, es geht hauptsächlich wirklich um den Jungen und um seine Suche nach, natürlich auch so ein bisschen nach seinem Frieden, nach sich selbst. Er hat auch so ein bisschen Paranoia, also er hat Angst vor Brücken, vor... Zügen, alles was laut ist und vor irgendwelchen anderen Dingen noch und ja. Und ihm passieren auf seiner Reise nach diesem Schlüssel oder wo dieser Schlüssel reinpasst, passieren ihm wirklich die komischsten Sachen, beziehungsweise er lernt Leute kennen und ja, dann trifft er noch einen alten Mann durch seine Großmutter, den lernt er kennen und der hilft ihm dann auch bei der Suche und ja, also ich muss wirklich sagen, der Film ist richtig toll, der ist super sentimental, also ich habe schon nach den ersten 20 Minuten habe ich schon angefangen zu weinen und dann nochmal nach einer halben Stunde und eigentlich am Ende nur noch, aber einfach auch, weil man so mitleiden kann, also ich finde es sowieso unheimlich schrecklich, was an diesem Tag auch passiert ist in New York am 11. September und ja, und dieser Junge ist einfach so verzweifelt ohne seinen Vater und hofft einfach, dass durch dieses, ja, durch diesen Schlüssel er noch so ein bisschen, ja, diese Zeit mit ihm einfach noch so ein bisschen verlängern kann. Und er hört sich auch immer wieder auf dem Anruf beantwortet, die Nachrichten an von seinem Vater. Und ja, also wie gesagt, es ist wirklich ein ganz, ganz toller Film. Und da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Also das ist kein Film zum Nebenhergucken und dabei irgendwie kochen oder ich habe keine Ahnung, am Computer sitzen, sondern den muss man sich wirklich auch in Ruhe anschauen und sich ein bisschen Zeit dafür nehmen und ich glaube, der ging 134 Minuten, also relativ lang. Natürlich ist auch immer noch der Abspann dabei,
Aber ja, also ich kann ihn euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mal so ein bisschen was Anspruchsvolleres sehen wollt oder auch so ein bisschen was natürlich in diese Drama-Richtung geht, dann schaut ihn euch an und der Junge spielt wirklich ganz, ganz toll. Und ja, also wie gesagt, extrem laut und unglaublich nah. Und ja, ansonsten, ich hoffe, dass das mit dem Filmtipp euch gefällt. Gerne Daumen hoch oder wie auch immer. Also lasst es mich wissen, wenn ihr gerne noch mehr Filmtipps haben wollt. Ich werde das in keinen regelmäßigen Abständen machen, sondern immer nur dann, wenn ich wirklich einen Film sehe und ja, euch praktisch berichten möchte oder ihn ganz toll fand und euch einfach weitergeben will. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!